Wir haben heute das Thema der geistliche Kampf im natürlichen Leib. Und schon letzte Woche hatten mich einige angesprochen, weil die sagten, ey Sarah, ich dachte, du würdest letzte Woche predigen. Ich war letzte Woche leider ein bisschen angeschlagen, aber dafür mache ich es heute. Und wie Gott es auch immer wieder macht, hat Pastor Dani die Predigt von letzter Woche, das war eigentlich fast genau wie meine Predigt, wie ich die vorbereitet hatte. Preis den Herrn, Gott hat trotzdem gesprochen, Amen. Gut, okay, wir sprechen heute über den geistlichen Kampf im natürlichen Leib. Ich glaube, über den geistlichen Kampf hören wir viel. Und wir als Gemeinde reden auch offen über den geistlichen Kampf. Weil im Endeffekt bringt uns es nichts, wenn wir es verstecken. Denn es existiert. Egal, ob wir darüber sprechen oder nicht, es existiert. Es ist da. Und wir wissen, dass bevor vieles einfach physisch zur Erscheinung kommt, fängt es geistlich an. Die geistliche Welt ist realer als unsere physische Welt, in der wir hier sind. Denn die geistliche Welt, die war schon von Anfang an da. Und Gott erschuf dann alles andere. Von Anfang an da war die geistliche Welt. Und die geistliche Welt ist bis heute noch da. Und auch wenn wir bestimmte Dinge geistig vielleicht nicht sehen können, ist es trotzdem da. Aber genau darüber will ich heute sprechen. Wir sehen es vielleicht nicht direkt geistlich. Es gibt manche, die haben die Gabe, Geistesdinge zu sehen. Aber auch wenn du die Gabe nicht hast, die geistlichen Dinge zu sehen, früher oder später offenbart es sich physisch. Deshalb sprechen wir über den geistlichen Kampf im natürlichen Leib. Amen. Dazu lesen wir erstmal zwei Bibelverse. Lukas 22, Vers 41 bis 42. Dann gehen wir danach runter und werden dann direkt anschließend Lukas Vers 54 lesen. Okay, wir fangen an mit Lukas 22, Vers 41. Ich lese im Namen Jesus Christus. Und er riss sich von ihnen los und ungefähr einen Steinwurf weit kniete er nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nimmst, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir lesen daraufhin anschließend Vers 54 im selben Kapitel. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatte, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Halleluja. Hier in dem Vers wird darüber gesprochen, über die Zeit, die Jesus Christus erlebt hatte, kurz bevor er festgenommen worden ist. Und wir haben vorhin den Vers gelesen, dass er da war, Vers 41. Er war dort und betete und sagte, Vater, wenn es doch dein Wille ist, so kannst du mir bitte diesen bitteren Kelch von mir nehmen. Aber daraufhin sprach er direkt, aber dein Wille geschehe. Und wisst ihr, Jesus kam auf dieser Erde und ihm war bewusst, auf was er sich einlässt hier auf dieser Erde. Er kam und ihm war es bewusst, dass er hier auf dieser Erde kommt und dass es ein geistlicher Kampf sein wird. Es wird ein geistlicher Kampf sein, denn er ist gekommen, um die Wahrheit zu bringen. Er ist gekommen, um den Menschen die Augen zu öffnen, die verblendet waren. Er ist gekommen, um den Weg frei zu machen zu Gott. Und wie wir Menschen auch sind, wie unser Leib ist, ist unser Körper, unser Leib gegen die Wahrheit. Deshalb sprach auch Paulus, dass unser Geist willig ist, aber unser Fleisch ist schwach. Und Jesus kam und ihm war bewusst, worauf er sich einlässt.
Ihm war bewusst, was er tut. Ihm war bewusst, was er hier auf dieser Erde tut. Und dass er einen geistlichen Kampf eingeht. Und sich in einem geistlichen Kampf befindet. Und auch wir sind hier. Und ich hoffe auch, dass du da bist. Und dir ist es bewusst. Vielleicht hast du es erlebt. Vielleicht hast du es nicht erlebt. Und wenn es dir nicht bewusst ist, soll es dir heute bewusst sein, dass du hier bist. Und ebenso auch in deinem Leben ein geistlicher Kampf da ist. Dass der geistliche Kampf existiert. Und manchmal sind manche Dinge für uns normal. Manchmal sind manche Dinge für uns natürlich. Aber ich will dir heute sagen, dass diese Dinge nicht einfach so natürlich sind. Diese Dinge geschehen, weil du deine Identität neu bekommen hast durch Christus. Diese Dinge geschehen, weil Christus auch da durchgegangen ist, durch diesen geistlichen Kampf. Und weil du Christus folgst, gehst du auch da durch. Aber egal in was für einem geistlichen Kampf wir uns befinden, egal wie hart dieser geistliche Kampf ist, so haben wir das auch bei Jesus gesehen, dass die Kraft Gottes immer über ihm war. Die Kraft Gottes war immer bei ihm. Und wir sahen auch dann die anderen Jünger, die anderen Aposteln, die auch den Weg gegangen sind, den Jesus auch gegangen ist. Aber sie hatten eine enorme Kraft. Sie hatten eine enorme Power. Und diese Kraft hatten die nicht durch sich selbst. Diese Kraft hatten sie durch Gott, der uns Kraft gibt. Denn er sagt, selbst da, wo du müde bist, er ist deine Stärke. Dort, wo deine Kraft aufhört, genau da fängt seine Kraft an. Er ist deine Stärke. Amen. Und auch wir leben hier in einem geistlichen Kampf. Und wir sprechen aber heute nicht nur über den geistlichen Kampf, sondern auch über den geistlichen Kampf, der in unserem natürlichen Leibe manchmal stattfindet. Wie es bei Jesus war. Jesus hatte dann diese Zeit. Er hatte gebetet. Und dann sagen wir, ihr könnt euch die ganze Geschichte auch ruhig nochmal zu Hause nochmal nachlesen. Wir sehen, dass er dann festgenommen worden ist. Und wisst ihr, es ist nicht nur an diesem Moment, wo Jesus festgenommen worden ist, sondern die geistliche Welt hatte schon vorher die ganze Zeit versucht. Es wurde schon vorher die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie auf eine Art und Weise ihn immer wieder aufzuhalten. Es wurde vorher immer wieder versucht, ihm zu unterbrechen, wenn er gepredigt hat, wenn er die Wahrheit erzählt hat, ihn zu widersprechen. Das heißt, der geistliche Kampf in seinem natürlichen Leib hat schon ständig stattgefunden. Und vielleicht fragst du dich, warum passieren diese Dinge immer wieder in meinem Leben? Warum geschehen solche Dinge? Warum gehe ich so harte Zeiten durch, schwere Zeiten durch? Warum leide ich vielleicht nicht, so wie mein Nachbar vielleicht leidet? Und ich will dir sagen, es ist der geistliche Kampf in deinem natürlichen Leib. Aber sobald wir hören, es ist der geistliche Kampf in deinem natürlichen Leib, soll es uns keinen Angst machen. Denn auch die Bibel spricht, wir sollen nicht Angst haben von dem, der uns vielleicht was an unserem Leib machen kann, aber wir sollen uns fürchten vor dem, der Kontrolle über die Seele hat. Und das ist Gott. In einem geistlichen Kampf im natürlichen Leib ist es vielleicht so, dass du manchmal echt sehr leiden musst. Es ist vielleicht so, dass dir manche Dinge geschehen, wo du dich fragst, ey, wieso passiert es mir? Seit Jahren gehe ich ständig durch harte Zeiten durch schwere Zeiten durch. Es ist vielleicht manchmal so, dass du auch selbst merkst, in deinen Gedanken geschieht ein Chaos. In deinen Gedanken geschehen Dinge und du verstehst nicht, warum passieren diese Dinge in deinen Gedanken. Und weißt du, die erste Stelle, wo wir immer wieder Anfechtung erleben, ist es oft in unseren Gedanken. Deshalb spricht doch Epheser 6 davon, dass wir die Waffenrüstung unseres Helmes anziehen sollen, denn dort kommen die feurigen Pfeile des Feindes. In unseren Gedanken. Der Feind greift dein Leib an, dein natürlichen Leib in deinen Gedanken. Er kommt und sät Lüge. Eine Lüge, die zweite Lüge, die dritte Lüge. Und bis irgendwann mal tatsächlich die Lüge was in uns macht. Denn selbst die Bibel sagt doch, dass wir das glauben, dass der Glaube von dem kommt, was wir hören. Deshalb ist einer der wichtigsten Dinge, auch aufzupassen, worauf wir hören oder wo wir unsere Achtung geben. Wo wir unseren körperlichen Acht
wir leben in einem geistlichen Kampf. Und wisst ihr, der geistliche Kampf ist unser Leben lang. Ob du spürst, ob du es nicht spürst, ob du es merkst, ob du es nicht merkst, es ist nur die Gnade und die Gunst Gottes, die über uns ist. Deshalb spüren wir das manchmal nicht. Deshalb sehen wir das manchmal nicht. Aber wenn Gott wirklich sagen würde, er öffnet uns die Augen, um uns zu zeigen, was in unserem ganzen Leben geschehen würde, ich glaube, wir wären so schockiert. Weil die geistliche Welt real ist. Und Jesus war dort und er betete. Wir sehen auch, dass Jesus in einer Position war, wo er müde war. Dass er auch in einer Position war, wo er kraftlos war. Dass er auch in einer Position war, wo sein Fleisch Angst bekommen hatte. Wo sein Fleisch auch dort gelitten hat in diesem geistlichen Kampf. Und sein Gebet war es, Herr, nehme mir doch diesen bitteren Kelch. Aber wir sehen dann direkt im nächsten Moment sprach er, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Und das ist die Sprache, die wir alle haben sollten oder die wir alle haben sollen. Dass nicht unser Wille geschehe, aber dass Gottes Wille geschehe. Weil nicht Gott dich berufen, weil nicht du Gott berufen hast, aber weil Gott dich berufen hat. Weil Gott dich gerufen hat, kennt er deinen ganzen Prozess und er kennt dein ganzen Leben. Alles ist schon geplant und alles ist schon vorbereitet. Das heißt, wenn du dich in einer Situation befindest, wir befinden uns manchmal in schweren Situationen, in harten Situationen, wo wir manchmal merken, ey, wir können nicht mehr. Wo wir manchmal vielleicht auch die Sprache haben, ey, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Weil das viel zu viel ist, aber auch dort ist es manchmal nicht einfach so zu beten, wie Jesus gebetet hat, Herr, dein Wille geschehe, aber Herr, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Herr, nicht das, was ich will jetzt gerade, denn wir Menschen, wir wollen oftmals immer den leichtesten Weg. Wir wollen oftmals immer den leichtesten Weg, der leicht ist, der nicht so schwer ist. Aber der Herr sagt, Jesus betete, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Und ich berufe dich auch heute, dass dieses Gebet ein Vorbild ist auch für uns. In Situationen, die schwer sind. Ja, wir befinden uns manchmal in Situationen, die hart sind. Wir befinden uns manchmal in Situationen, die schwer sind. Aber dort trotzdem die Sprache zu haben, Herr, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Es ist nicht nur, dass du es sprichst, einfach weil es schön ist, sondern in diesem Moment, wo du es auch sprichst, erinnerst du deiner Seele, erinnerst du deine Gedanken daran, dass es nicht um dich geht, aber dass es um Gott geht. Erinnerst du dein Leib, erinnerst du alles daran, ey, in dieser Zeit geht es nicht darum, was ich will. In dieser Zeit geht es nicht darum, wie ich mich fühle, was mein Wunsch ist, was mein Ziel ist, sondern es dreht sich um Christus, um Jesus, um den Willen Gottes. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir vielleicht alle unser Leben Jesus gegeben haben. Denn wir haben verstanden, sobald wir die Dinge aus unserer eigenen Kraft versuchen, aus unserer eigenen Intelligenz, aus unseren eigenen Weisheiten, aus unseren eigenen Gedanken, funktioniert das nicht so, wie als ob wir Gott alles lassen. Aber loszulassen ist nicht leicht. Loszulassen ist nicht leicht. Manchmal gibt dir Gott Situationen und sagt dir, lasse los, ich will es tun. Es ist nicht leicht loszulassen. Oder ist hier jemand, der sagt, es ist leicht loszulassen? Der darf ruhig die Hände einmal heben. Es ist nicht leicht loszulassen. Es ist nicht leicht, Gott komplett die Kontrolle zu übergeben. Weil wir Menschen sind, wir wollen immer alles kontrollieren. Wir sind Menschen, wir wollen sehen oder wir wollen wissen, wohin es geht. Aber im geistlichen Leben oder mit Christus weißt du nicht immer, wohin es geht, aber du läufst im Vertrauen und im Glauben darauf, dass Gott dich richtig führt. Du läufst im Vertrauen und im Glauben darauf, dass der Heilige Geist dich leitet, egal wenn du auch durch regnerische Zeiten gehst, durch Wüstenzeiten, durch steinige Zeiten, aber dass der Herr dich heile dort durchbringt und du an deinem Ziel ankommst. Du glaubst daran, dass Gottes Kraft über dich ist, egal wie schwer diese Zeit ist. Und das ist meine Ermutigung für dich heute. Egal wie schwer diese Zeit ist, egal in was für einen geistlichen Kampf, wenn dieser geistliche Kampf nicht nur geistlich bleibt, sondern auch physisch bleibt,
dass du nicht müde werden sollst, weiterzugehen. Du sollst nicht müde sein, weiterzugehen. Denn wenn Gott dich dorthin führt, dann hat er alles in Kontrolle. Amen. Es ist genau wie die Geschichte, wo Jesus eines Tages mit seinen Jüngern im Boot saß. Er saß mit seinen Jüngern im Boot und als er mit seinen Jüngern im Boot saß, kam plötzlich ein Unwetter. Und die Jünger, die bekamen Angst, weil Jesus im Boot hinten geschlafen hat. Jünger, die bekamen Angst. Die weckten Jesus, Meister, Meister, weil die Angst hatten. Aber selbst dort, auch in dieser Zeit, dort wo es bei dem auch dieser Unwetter war, wo es geregnet hat, wo vielleicht der Boot gewackelt hat, wo die vielleicht Dinge gespürt haben, wo die vielleicht dachten, ey, das ist unser letzter Moment, hier kommen wir nicht mehr heil durch, wir kommen nicht mal ans andere Ufer. Und manchmal verspüren wir auch, manchmal haben wir auch solche Zeiten im geistlichen Kampf, wo du dir denkst, ey, ich komme doch niemals ans andere Ufer, ich komme doch niemals an einen anderen Weg, weil dieser Weg einfach zu hart und zu steinig ist. Aber sobald du Jesus im Boot hast, sage bitte kurz einmal deinen Nachbarn, sobald du Jesus im Boot hast, sobald du Jesus im Boot hast, kann dir und wird dir nichts passieren, weil der König aller Könige höchstpersönlich in deinem Boot sitzt. Und was tat Jesus? Jesus stand auf und sprach zur Natur und sagt, sei still. Das ist ein Gott, den du folgst. Das ist ein Gott, den du dienst. Das ist ein Gott, worauf du vertraust. Der Gott, der Kontrolle hat über alles, der kontrollieren kann über die Natur, denn er hat alles erschaffen. Es ist nicht, dass die Natur Gott erschaffen hat, aber dass Gott die Natur erschaffen hat. Deshalb hat er auch die gewisse Autorität, zu der Natur zu sprechen, zum Sturm zu sprechen, zum Unwetter zu sprechen und sage, sei still. Amen. Praise the Lord. Das ist Jesus. Und wisst ihr, das Schönste daran ist, nicht nur zu wissen, dass das Jesus alleine ist, sondern dass du auch ein Teil von Jesus bist. Das bedeutet, auch in dir ist die Kapazität und diese Kraft, Dinge zu sprechen, zu Situationen hineinzusprechen und zu sagen, ey, du bist jetzt still. In Dingen zu sprechen, in Situationen zu sprechen, ey, du, geh wieder zurück zu deinem Platz. Zu sprechen, okay, in dieser Zeit, ich habe genug gelitten, ich habe genug geweint, doch jetzt stehe ich auf. Und wisst ihr, dass die größte Herausforderung ist es, uns selbst manchmal zu überwinden. Selber zu deiner Seele zu sprechen und zu sagen, egal in was für eine harte Zeit ich bin, ich richte mich jetzt, ich stehe auf und ich gehe weiter. Es ist die größte Überwindung, weil das eine enorme Power hat. Es ist eine enorme Kraft. Deshalb sehen wir auch, dass König David auch zu sich selbst gesprochen hat und sagte, meine Seele lobet den Herrn. In schweren Zeiten, wer ist dort und sagt, okay, Herr, meine Seele lobet den Herrn. Die meisten verbringen die erste Zeit, in denen sie weinen. Es ist auch okay, manchmal die Dinge rauszulassen, Amen. In denen sie weinen, in denen sie vielleicht sagen, ey Gott, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wo soll ich denn hingehen? Es funktioniert doch alles nicht. Ich werde doch niemals eine Wohnung bekommen. Guck mal, wie viele Wohnungsbesichtigungen ich schon gegangen bin, in wie viele Wohnungen ich mich beworben habe. Doch es klappt nicht, es öffnet sich keine Türe. Aber der Herr ist in deinem Boot. Er hat die Kontrolle über alles. Wenn er auch zu der Natur sprechen kann, kann er auch zu deiner Situation sprechen. Denn er hat dich erschaffen. Wenn er auch zu der Natur sprechen kann, kann er auch zu deiner Situation sprechen, in der du dich vielleicht gerade befindest. In diesem geistlichen Kampf, in dem du dich gerade befindest. Er kann auch dort hineinsprechen. Und die Dinge werden sich verändern. Und auch manchmal fordert es oder sagt doch Gott, okay, ich spreche jetzt nicht, ich will, dass du jetzt alleine sprichst. Um dir beizubringen, wer du wirklich bist. Um dir beizubringen, dass du ein Teil von ihm bist. Dass du ebenso einen Anteil zu seiner Autorität hast, die er dir gegeben hat. Deshalb eins der wichtigsten Dinge ist es, liebe Gemeinde, wir müssen lernen, in Situationen hineinzusprechen.
in Situationen, wisst ihr, ich kenne so eine Person und diese Person, egal in was für eine Situation die ist, die Person ist immer optimistisch. Alles wird gut, alles passt, alles ist super. Und manchmal ist die Person sogar so optimistisch, dass ich dieser Person manchmal sage, du bist viel zu optimistisch. Manchmal müssen wir realistisch sein. Aber diese Person hat einen Glauben. Egal wie hart es ist, egal wie schwer es ist, diese Person trägt einen Glauben und dieser Glaube, ich habe auch immer wieder danach gemerkt, oh wow, es ist der Glaube, welches diese Situation getragen hat. Und es ist der Glaube, der deinen geistlichen Kampf trägt. Es ist der Glaube, der dich durch deinen geistlichen Kampf, durch deine Anfechtung, sei es im physischen oder es nur im geistlichen, wodurch du hindurchgehst, wodurch du Kraft bekommst, es ist durch den Glauben. Der geistliche Kampf im natürlichen Leib, ist es vielleicht manchmal so, dass du auch merkst, dass deine Gesundheit auch manchmal angegriffen wird. Wer kennt das? Du bist in einer Situation und du merkst, es ist nicht nur geistlich, du hattest vielleicht einen Traum in der Nacht und boom, plötzlich stehst du am nächsten Tag auf und du merkst, du bist krank. Du hattest in der Nacht eine komische Atmosphäre und plötzlich stehst du auf und du merkst, du bist krank. Oder du hast irgendwelche Schmerzen. Oh ja, der geistliche Kampf wird doch manchmal zum Natürlichen, wird doch manchmal im natürlichen Leib angegriffen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiterhin zu kämpfen. Das soll uns nicht davon abhalten, weiterhin den guten Kampf zu kämpfen. Das soll uns nicht davon abhalten, weiterhin den Kampf durchzuziehen, wodurch Gott dich berufen hat. Denn es dient sowohl zu deiner Errettung als auch zur Errettung von anderen. Der geistliche Kampf im natürlichen Leib ist es, wie wir gehört haben, auch manchmal, dass es die Gedanken sind, die angegriffen werden. Es ist auch vielleicht, dass du vielleicht in einer Situation bist, wo du merkst, ey, ich bekomme plötzlich Angst. Ich bekomme plötzlich Todesangst. Denkt ihr nicht, dass die Apostel in der Zeit, wo sie waren, wo die immer wieder festgenommen sind, Todesangst hatten, weil die verfolgt worden sind? So viele Menschen, die dort draußen sind, die rausgehen, um das Wort zu verkünden, in Ländern, wo es vielleicht nicht so erlaubt ist, öffentlich zu predigen, nicht so erlaubt ist, offen von Jesus zu erzählen. Denkt ihr, dass diese Menschen keine Todesangst haben? Dass diese Menschen vielleicht nicht die Angst haben, denn im Endeffekt ist das unser Leib, der Angst hat. Unser Körper. Auch sie haben Angst. Aber sie wissen ganz genau, es geht hier nicht um meinen Willen, sondern um den Willen des Vaters. Es geht hier nicht um das, was wir wollen, sondern um das, was Jesus möchte. Und dazu will Gott heute nochmal die Gemeinde nochmal dazu berufen, in diesem geistlichen Kampf, auch wenn es physisch ist, auch wenn du Krankheiten erleidest, auch wenn es schmerzhaft ist, es ist nur für eine Zeit. Es ist nur für eine Zeit. Manche Situationen kommen, aber die gehen dann auch wieder. Manche Situationen kommen und wisst ihr, selbst in solchen Situationen, wo du merkst, ey, du bist richtig, es gab mal eine Zeit, ich war richtig krank. Richtig krank. Und das war eine Zeit voller Anfechtung, voller Kämpfe. Und ich merkte, dieser Kampf war nicht nur geistig, sondern es wurde auch physisch. Ich wurde auch physisch angegriffen. Ich habe auch physisch gelitten. Und anfangs habe ich erstmal akzeptiert und ich habe Gott gesagt, Gott, okay, es gehört dazu. Aber als ich merkte, dass diese Krankheit nicht besser wurde, fing ich an auch mit der Sprache, ey Gott, wann hört es endlich auf? Wann ist es endlich vorbei? Wann hört es endlich auf? Aber wisst ihr, selbst in dieser Zeit, diese Zeit geschieht nicht nur einfach so, damit ihr leidet, aber selbst in dieser Zeit ist da eine Lehre dahinter, welches Gott dich belehren möchte. Ist auch vielleicht eine Offenbarung dahinter, welches Gott dir offenbaren möchte. Deshalb sagt die Bibel, dass uns alles zum Guten dient. Es klingt komisch, aber alles dient uns zum Guten.
Und wenn ich alles sage, lege ich nicht irgendwelche Situationen beiseite, ich lege nicht vielleicht deine leiblichen Anfechtungen beiseite, sondern alles dient uns zum Guten. Und Gott hat alles in Kontrolle. Und Gott beruft uns, in dieser Zeit weiterhin durchzuhalten. Und wisst ihr, in diesem geistlichen Kampf, dort wo Jesus sich befunden hat, in diesem geistlichen Kampf, wo Menschen plötzlich gegen ihn waren. Und wisst ihr, selbst in dieser Zeit der Passion, war es tatsächlich so, dass Menschen, die Feinde waren, sie haben sich zusammengetan, nur damit Jesus gekreuzigt wird. Menschen, die ihn selbst geliebt haben, haben angefangen, ihn zu verleugnen, haben angefangen, ihn zu verkaufen, nur damit er ans Kreuz genagelt ist. Und wisst ihr, an erster Stelle ist es geistlich. Denn das, was selbst in dieser Passion getan worden ist, es ist nicht normal. Es ist verrückt, was während dieser Zeit getan ist. Ihr dürft euch diese Stelle auch einfach nochmal lesen zu Hause. Lies es intensiv und lies intensiv, was genau in dieser Zeit passiert ist, wo Jesus festgenommen worden ist. Es ist verrückt. Es ist verrückt, aber die geistliche Welt hat sich zusammengetan, nur um Jesus Christus aufhalten zu wollen. Und ich sage ganz genau zu wollen, weil die haben es nicht getan. Amen. Um ihn aufhalten zu wollen. Die haben sich zusammengetan. Feinde haben sich zusammengetan, um ihn aufhalten zu wollen. Wisst ihr, zum Beispiel Pilatus und Herodes, das waren Feinde. Die waren Feinde, aber auch die haben sich zusammengetan, damit Jesus gekreuzigt wird am Kreuz. Seine Freunde, die einen von seinen 12 Aposteln, verleugnete ihm 3-mal, damit er ans Kreuz genagelt wird. Selbst in der Situation, dort wo Jesus da war mit Barabbas, da hat man gesagt, wen sollen wir freilassen? Jesus oder den, aber die ganzen Menschenmenge haben Jesus gewählt, dass er ans Kreuz genagelt wird. Auch das sind Dinge, die nicht normal waren. Es ist alles geistlich geschehen. Die geistliche Welt hat sich zusammengetan, um Jesus aufhalten zu wollen. Denn die geistliche Welt sieht Dinge, die wir vielleicht physisch nicht direkt sehen. Aber weil wir Gott haben, offenbart er uns oder gibt uns manchmal diese Vorsprünge. Es sind vielleicht Träume, die du bekommst, Visionen, die du bekommst, wo du vielleicht Dinge siehst, die noch nicht geschehen sind. Du bist vielleicht krank, aber du siehst, wie gesund du bist und wie du am Springen bist. Es ist eine geistliche Vision, die Gott dir gibt, um dir zu zeigen, ey, mein Kind, es ist nur für eine Zeit. Ha, mache dir keine Sorgen, dass du im natürlichen Leib angegriffen wirst, aber schau mal, was vor dir ist. Schau mal, was dich erwartet. Gehe den Weg weiter. Und die ganzen Feinde haben sich zusammengetan, weil sie Jesus ans Kreuz sehen wollten. Und die Feinde, die auch in der geistlichen Welt sind, die tun sich auch vielleicht zusammen, um auch vielleicht dein Leben aufzuhalten. Die tun sich vielleicht auch zusammen, damit du leidest, damit du keine Freude im Leben hast. Sag, glaub mir, wenn du als Christ da bist und wir sind alle in einem geistlichen Kampf, aber eins, was du dir niemals wegnehmen lassen darfst, ist deine Freude. Ist deine Freude. Das ist eine Sache, was du dir niemals wegnehmen lassen sollst. Egal in was für eine Situation du dich befindest, nehme dir nicht deine Freude. Denn deine Freude ist nicht in Situation. Deine Freude ist nicht, weil du vielleicht gerade mehr Geld auf dem Konto hast. Obwohl es macht glücklich, ja. Aber es ist nicht die Quelle deiner Freude. Deine Freude ist es, weil Jesus Christus in deinem Leben ist. Weil du ihn empfangen hast als Retter und Erlöser. Und weil er über dein Leben herrscht und über dein Leben regiert und über dein Leben kontrolliert, ist es deine Freude. Deine Freude ist es, dass du weißt, dass du auf der Siegerseite bist. Deine Freude ist es, dass du weißt, dass du niemals verlieren wirst, weil Christus in deinem Leben ist. Deine Freude ist es, dass du weißt, egal in was für eine Situation du bist, ob du Anfechtung am Leib bekommst, ob nicht nur du angefechtet wirst, ob diese Anfechtung auch in deiner Familie geht, ob diese Anfechtung auch in deine Situation, auf deine Arbeit geht,
Situation, ich habe Gott an meinem Boot. Egal in was für einem Umstand, in was für Umstände ich mich befinde, ich habe den Herrn an meiner Seite. Das heißt, es gibt eine Zeit, wo es donnert und wo es schneit, wo es regnet, aber es gibt auch eine Zeit, wo Gott aufsteht und spricht, sei still. Es gibt auch eine Zeit, wo alles ruhig ist und wo es still wird. Gott ist in Kontrolle. Sage bitte einmal kurz deinen Nachbarn, Gott ist in Kontrolle. In was für eine Situation du dich befindest, Gott ist in Kontrolle. Und wisst ihr, manchmal, wenn man sich selber in dieser Situation befindet, in diesem geistlichen Kampf, in dieser Zeit der Anfechtung, und dir jemand sagt, Gott ist in Kontrolle, dann denkst du dir, ey, wenn du nur wüsstest, was für Probleme ich habe. Wenn du nur wüsstest, wodurch ich gerade hindurchgehe, würdest du vielleicht nicht so leicht sein. Aber doch, Gott ist in Kontrolle, Amen. Egal durch was für eine Situation du hingehst, Gott ist in Kontrolle. Gott war selbst in Kontrolle, wo Lazarus durch den Tod ging, wo Lazarus gestorben ist. Gott war in Kontrolle, wo Daniel mitten in der Löwengrube war, war Gott in Kontrolle. Gott war in Kontrolle, wo Josef im Gefängnis war und er unschuldig verhaftet worden ist. Gott war in Kontrolle. Es gibt keine Stelle der Bibel, die du mir zeigen kannst, wo du sagst, dass Gott nicht in Kontrolle war. Gott war in Kontrolle von allem. Selbst wo das Volk Israel durch die Wüste gelaufen sind, war Gott in Kontrolle. Gott hat sie ernährt. Gott hat dafür gesorgt, dass sie zu trinken und zu essen hatten. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle in deiner Situation. Gott ist in Kontrolle in deinem Kampf. Und auch wenn du dir denkst, ey, Sarah, wenn du wüsstest, durch was für einen Kampf ich hingehe, wenn du wüsstest, durch was für eine Situation ich hingehe, ich sage dir, aber Gott ist in Kontrolle. Amen. Gott hat alles in seiner Hand. Lass dir deine Freude nicht wegnehmen. Ich motiviere dich, egal durch was für eine Zeit du hingehst, stehe auf und sage, ich bin glücklich. Ich kenne eine Schwester hier in der Gemeinde, diese Schwester, egal wie es ihr geht, selbst wenn die kein Geld hat, ihr letzter 1 Euro, die geht hin und holt sich einen Kaffee und sitzt in einem Kaffee. Weil die sagt, ich genieße das Leben. Ich habe die Schwester gefragt, wie kannst du dein letztes Geld, wirklich, du gehst in ein Kaffee, du gibst es aus, nur um einen Kaffee zu trinken. Die sagt, ich genieße das Leben, weil mein Gott ist in Kontrolle. Genieße das Leben, dein Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Deshalb lass dir nicht deine Freude wegnehmen durch die Situation. Denn wenn du dir deine Freude wegnimmst, wird deine Freude immer weg sein. Denn der geistliche Kampf befindet sich immer wieder. Der geistliche Kampf ist kontinuierlich. Es findet ständig statt. Und wenn du immer davon abhängig bist, wenn deine Freude immer davon abhängig ist, ob gerade die Zeit hart ist oder nicht hart ist, dann wirst du niemals in Freude sein. Du wirst niemals lächeln. Deshalb sehen wir Menschen, die laufen manchmal so rum, mit dem Kopf auf dem Boden. Die haben diese Freude nicht. Oder die haben diesen Halt vielleicht nicht. Und deshalb sollst du erst recht als Ebenbild von Christus rausgehen und immer ein Lächeln an dein Gesicht haben. Rausgehen und immer in Freude sein, weil du weißt, was für einen Gott du dienst. Weil du weißt, was für einen Gott du hast. Weil du weißt, wodurch Gott dich schon damals rausgeholt hat. Und wodurch er dich immer noch rausholen kann und rausholen wird. Gott ist in Kontrolle. Der Kampf im natürlichen Leib beeinträchtigt vielleicht deinen Körper. Es beeinträchtigt vielleicht, du merkst auch, es beeinträchtigt vielleicht auch dein Gebetsleben. Es beeinträchtigt vielleicht auch dein geistliches Leben. Dass du merkst, ey, ich kann nicht mehr beten, wie ich eigentlich beten will. Ich kann vielleicht nicht mehr singen, wie ich singen möchte. Aber es soll dich nicht aufhalten. Es soll dich nicht aufhalten. Selbst wenn du keine Stimme hast, mach die Musik an, fang an zu tanzen. Es soll dich nicht aufhalten, immer wieder glücklich zu sein.
Es soll dich nicht aufhalten, immer wieder den Herrn zu loben. Wisst ihr, nichts auf dieser Erde kann uns diesen Glauben nehmen, den wir haben. Diese Freude, diese Liebe nehmen, den Gott dir gegeben hat. Nichts auf dieser Welt kann es dir nehmen. Lass es von nichts auf dieser Welt es dir nehmen lassen. Es wird dir nur genommen, wenn du erlaubst, es loszulassen. Aber sobald du es nicht erlaubst, bleibt es bei dir. Und ich will dir sagen, lass dir das von nichts nehmen. Von keiner Situation, von keiner Anfechtung. Lass dir das von nichts nehmen und von nichts rauben. Denn Gott ist in Kontrolle. Und Jesus wurde festgenommen. Er hatte gelitten im natürlichen Leib, weil der Kampf geistlich war. Er wurde ans Kreuz geführt, wurde beleidigt, wurde gepeitscht, wurde angespuckt, weil der Kampf geistlich war. Weil die geistliche Welt nicht möchte, die finstere Welt möchte nicht, dass Menschen gerettet werden. Möchten nicht, dass Seelen gerettet werden. Deshalb baut Gott eine Armee von seinen Kindern auf, damit genau dieser Plan aufgehalten wird. Und du bist die Armee. Du bist die Armee Gottes. Du bist der Plan Gottes, damit das nicht aufgehalten wird. Ich lade dich mal kurz an. Steh einfach nur ganz kurz auf. Thank you.